Bevor am nächsten Morgen sich unser Flugzeug über die Küstenlinie vor Hue aufschwingt, und die Wolken unter sich lassend Kurs auf Hanoi, der Hauptstadt Vietnams, nimmt. So, jetzt sind wir in Hanoi. Da werden wir abgeholt. Also das erste Mal, wo wir uns jetzt abholen lassen wollen, hier in Hanoi, klappt es ausgerechnet gerade nicht. Es hätte eigentlich jemand dastehen müssen mit einem Schild an der Hand, wo unsere Namen draufstehen. Ist nicht da. Sagen wir einfach mal, ist noch nicht da. Ist noch nicht da, genau. Ah. Endlich. Ja, ist alles in Ordnung und hat doch noch geklappt, 20 Minuten Verspätung. Aber das ist ja überhaupt nichts, das macht ja gar nichts aus. Zum Mittagessen sind wir alle Male noch rechtzeitig. Ich esse jetzt genau das, was die anderen hier am Tisch auch essen. Wir wollen diesen Nachmittag zur ersten Erkundung der Altstadt nutzen, denn bereits am Abend reisen wir weiter. Nördlich an den Hoan Kim-See, wo sich die Touristen über die Rote Sonnenbrücke zur Jade-Pagode drängen, also nördlich davon, schließt sich Hanois Handwerkerviertel an. Dort schlägt das Herz der Altstadt. Und wie es schlägt! Laut pulsierend zwängen sich die Fahrzeuge durch die wenig breiten Straßen, wie Blut durch die Venen eines Spitzensportlers. Selbst durch die ganz schmalen Gassen schiebt sich der Mopedverkehr. Restaurants und die Tischchen und Stühlchen teilen sich das Durcheinander mit Motorrädern und Fußgängern. Dennoch hat alles seine handwerkliche Ordnung. Hier kommen wir durch die Straße der Seiler. Auf der Hang Shui, der Mattengasse, werden Vorhänge, Teppiche und Matten verkauft. Es gibt auch die Schlossergasse. Fußmassagen werden glücklicherweise auch gleich um die Ecke zu einem günstigen Preis angeboten.